In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber Barbara. Rhabarber Barbara merkte bald, dass sie ihre. Dass sie. Bäh. Pfui. Mann. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber Barbara. Rhabarber Barbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen könnte. Daher eröffnete sie eine Bar. Die Rhabarber Barbara Bar. Natürlich gab es in der Rhabarber Barbara Bar bald Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber Barbara Bar, um von Rhabarbers Rhabarber Barbara 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 Barbara. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber Barbara. Rhabarber Barbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen könnte. Daher eröffnete sie eine Bar. Die Rhabarber Barbara Bar. Natürlich gab es in der Rhabarber Barbara Bar bald Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber Barbara Bar, um von Rhabarber Barbaras Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie kurz die Rhabarber Barbara Bar Barbaren nannte. Die Rhabarber Barbara Bar Barbaren hatten wunderschöne dichte Bärte. Wenn die Rhabarber Barbara Bar Barbaren ihren Rhabarber Barbara Bar Barbaren Bart pflegten, gingen sie zum Barbier. Der einzige Barbier, der einen Rhabarber Barbara Bar Barbaren Bart bearbeiten konnte, wollte sie. Nein, bitte nicht! Wollte das natürlich betonen und nannte sich Rhabarber Barbara Bar Barbaren Bart Barbier. Nach dem Stutzen des Rhabarber Barbara Bar Barbaren Barts geht der Rhabarber Barbara Bar Barbaren Bart Barbier meist mit dem Rhabarber Barbara Bar Barbaren in den Rhabarber Barbara Bar. Mein Deutsch ist wunderschön! In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber Barbara. Rhabarber Barbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen könnte. Daher eröffnete sie eine Bar, die Rhabarber Barbara Bar. Natürlich gab es in der Rhabarber Barbara Bar bald Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber Barbara Bar, um von dem Scheiße! In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen namens. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber Barbara. Rhabarber Barbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen könnte. Daher eröffnete sie eine Bar, die Rhabarber Barbara Bar. Natürlich gab es in der Rhabarber Barbara Bar bald Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber Barbara Bar, um von Rhabarber Barbaras Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie kurz die Rhabarber Barbara Bar Barbaren nannte. Die Rhabarber Barbara Bar Barbaren hatten wunderschön dichte Bärte. Wenn die Rhabarber Barbara Rhabarbera Barbara 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 ihren Rhabarbera Barbara Bart pflegten und gingen sie zum Barbier. Der einzige Barbier, der einen Rhabarbera Bart bearbeiten konnte, wollte das natürlich In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder so gerne Rhabarbera Bars...
Konzentration. Konzentration. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit einem Namen Barbara. Luft holen, dann reden. Wäre ganz sinnvoll. Und nicht ausatmen und dann weiterreden versuchen. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt, weil jeder doch so gerne Rhabarber-Barbaras. Doch so. Wo kriege ich jetzt das doch her? Das steht ja nicht. Robin, hallo, was machst du? In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Weil jeder gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber-Barbara. Rhabarber-Barbara-Barbara-Barbara. Rhabarber-Barbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen könnte. Daher eröffnete sie eine Bar, die Rhabarber-Barbara-Bar. Natürlich gab es in der Rhabarber-Barbara-Bar bald Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber-Barbara-Bar, um von Rhabarber-Barbaras Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie kurz die Rhabarber-Barbara-Barbaren nannte. Die Rhabarber-Barbara-Bar. Die Rhabarber-Barbara-Barbar. Die Rhabarber-Barbara-Barbaren. Ja, das ist richtig.